liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Tag von mir. Heute gibt es den Buchtitel-Tag mit der Besonderheit, dass ich mir nur King-Bücher ausgewählt habe. Ja, ich wurde getaggt von der lieben Paddy. Ich packe ihr Video natürlich unten in die Infobox und ich fand diese Buchtitel-Tags unglaublich gut. Ich habe das bei einigen Booktube-Kollegen schon gesehen und es war auch manchmal sehr viel Humorvolles dabei, wie zum Beispiel bei Thorsten, dessen Video ich auch einfach mal in die Infobox packe, der die Sache auch nicht ganz so ernst genommen hat. Und ich dachte mir so eines Nachts, Mensch, es gibt doch diesen Film Mamma Mia, in dem und auch das Musical, in dem es ja zu jeder Gelegenheit im Leben einen ABBA-Song gibt. Und ich dachte mir, es gibt so viele Stephen King-Bücher, bekomme ich es zusammen, um mit ganz vielen Stephen King-Büchern irgendwie eine Geschichte zu diesem Buchtitel-Tag zu zaubern. Und habe mir dann im Internet mal so alle Buchtitel auf der King-Wiki-Seite hergeholt zur Hilfe und passend zu den Fragen so eine Geschichte zu erzählen. Es ist jetzt natürlich keine wahre Begebenheit und man sollte das jetzt auch nicht alles so ernst nehmen. Es ist wirklich bemüht, eine Geschichte mit den Buchtiteln von Stephen King zu erzählen und ich hoffe, dass ihr euch so gut unterhalten fühlt wie ich. Insgesamt stecken hier 51 Buchtitel von Stephen King dahinter. Ich versuche auch zu allem immer die Cover einzublenden und ein bisschen langsamer zu sprechen, damit man die Cover im Satz dann auch erkennt. Und ich denke, wir starten einfach mal. Und die erste Frage ist ein Titel, der die Geschichte deines Lebens beschreibt. Und hier starten wir. In einer kleinen Stadt liebte ich den Sunset und bekomme Puls, wenn ich auf dem Friedhof der Kuscheltiere einen Todesmarsch laufe. Zweites, ein Titel, der dein perfektes Wochenende beschreibt. Das Leben und das Schreiben mit ein wenig Love und wenig Qual in meinem eigenen Wahn. Drittens, ein Titel eines Abenteuers, welches du gerne erleben möchtest. Im Kabinett des Todes den Wind aus die Arena spüren und im Joyland den Bazar der bösen Träume besuchen. Viertens, ein Titel als Namen für deine eigenen Kinder. Ich hätte gerne drei Kinder. Christine und Susanna fände ich schön. Und dann müsste ich mich noch zwischen Sarah und Carrie entscheiden. Ein Feuerkind sorgt zwar für Wärme im Winter, aber man will ja nicht die Augen des Drachen schauen und ein Monstrum zu Hause haben. Fünftens, ein Titel deines absoluten Lieblingsjobs. Vielleicht als Dr. Sleep die Krankenhäuser unsicher machen oder sogar als der Werwolf von Tarka Mills mit meiner Gabe der Mind Control für viele Albträume sorgen. Sechstens, ein Titel eines Ortes, den du gerne mal bereisen möchtest. Mit der Burg einfach mal zwischen Nacht und Dunkel in das Schwarze Haus reisen und eine Menschenjagd mit viel Sprengstoff beobachten und dabei auch das Shining bewundern. Siebtens, ein Buchtitel, der dein Liebesleben beschreibt. Der Sturm des Jahrhunderts. Keine weiteren Kommentare. Achtens, ein Buchtitel mit einer Frage, die du dir selbst stellst. Mache ich lieber eine Nachtschicht und gebe ich mich schlaflos dem Fluch hin? Oder sehe ich nachts einfach mal zum Wolfsmond und genieße das Bild aus Glas? Neuntens, ein Titel eines Königreichs, das du gerne selbst regieren würdest, möchtest. Richtig toll fände ich Atlantis und ich würde dort als Regulator herrschen und vielen einen Finderlohn zahlen, wenn sie das Mädchen Dolores finden. Zehntens, ein Titel eines Buches mit dem Namen deiner Band. Ich bin zwar nicht tot, aber dafür total unmusikalisch. Dennoch fände ich Langolias oder Duditz sehr schön. Hoffentlich läuft niemand amok oder sieht vor lauter Blut am Ende schwarz. Ja, das war nun meine Version des Buchtitel-Tags. Ich muss gestehen, es war gar nicht so einfach, immer so zusammenhanglose Sätze zusammenzubringen oder zusammenhanglose Titel zusammenzubringen. Und es
Ist nicht immer ganz rund, aber es hat euch hoffentlich so ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall allein das Raussuchen fand ich unglaublich toll. Mir ist dabei aufgefallen, dass es, glaube ich, keinen einzigen Titel von Stephen King gibt, der einen jungen Namen hat. Ich habe tatsächlich nur Mädchen gefunden. Darüber kann man jetzt auch denken, was man möchte. Wer weiß, was er uns damit sagen möchte. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Buchtitel-Tag und es dürfen sich natürlich alle getaggt fühlen, die Lust haben, den Buchtitel-Tag, das ist echt ein schwieriges Wort, zu machen. Es gibt ja noch einige, die hier fehlen. Ich denke mal, vielleicht hätte die liebe Susan Lust mitzumachen, vielleicht Sandra, Nettie, Tanja, vielleicht hat auch Lust, Chiara mitzumachen oder auch Miriam, die ja schon länger kein Video so mehr gemacht hat. Vielleicht ist so ein Tag einfach eine Idee und natürlich entweder ernsthaft oder auch lustig, das ist natürlich vollkommen frei. Guckt euch das Video von Paddy und auch von Thorsten gerne mal an, es sind in der Infobox und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, ob euch das so gefallen hat, ob ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen mitgelacht habt. Und ja, Stephen King macht es möglich, das Leben mit jedem Buchtitel sozusagen zu beschreiben. Finde ich tatsächlich sehr cool, hat mir Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.